Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Nefisi Begins. Nicht lange drum rumreden, einfach Spiel starten und los. Nefisi was a young soul, but fragile. That afternoon, she was gathering red mushrooms in the Needle Valley. So, schönen guten Morgen. Wir müssen jetzt Pilze sammeln. Da haben wir schon einen. Und ich muss mal eben die Musiklautstärke andauern. Ich stelle das vorher schon wirklich ein, aber irgendwie bringt das nichts. Ich weiß auch nicht. Es ist dann im Spiel dann doch noch ziemlich laut. Ich habe bis jetzt nur einen Pilz gefunden. Und irgendwie tauchen nicht mehr auf. She saw a house with three floors, so she wanted to have a look inside. Eigentlich möchte ich eher die ganzen Pilze sammeln, aber there were no stairs to the upper floor. Nefisi wondered why there were no stairs to the upper floor. Nefisi enjoyed rotating the statue, but didn't want to lose any time, so went back out. Okay. Es ergibt für mich keinen Sinn, also gehe ich wieder raus. Da ist noch ein Pilz. Ich weiß nicht, könnte ich die Pilze eigentlich überhaupt übersehen? Ich meine, die sehen so groß aus, aber ich habe bei dem letzten habe ich ja auch zwei Stück übersehen, also zwei Leuchtkugeln. Ich sehe auch keine weit und breit nicht. Da oben ist noch was. Und da ist ein Fuchs. Schon wieder ein Tier. Ich gehe erstmal nach da oben. Guck mal, was das ist. Ist hier noch irgendwo ein Pilz? Nö. Okay. Was ist das? Ich kriege keine Info. Hochala. She had three more animal skulls to collect. Ich muss auch noch Tierschädel sammeln. Ja, super. Das sind ja tolle Voraussetzungen hier. Da ist noch ein Pilz. Ich jetzt erstmal zum Fuchs.
Ach so, der Wolf muss mit einer Glocke geweckt werden und der Fuchs möchte Tierschädel sammeln oder wie, hä? Kann ich sterben? Nö. Gut. Ja, gut zu wissen. Noch erst der süße Wolf und dann der süße Fuchs, ey. There were two amphoras. She had to put a total of 4 animal skulls on them in order to rotate them. 2 skulls were on the east hills of the Needle Valley, while the other 2 were on the west. Okay. Was bist du für ein Süßer? The keeper wouldn't let her into the cave. It would leave only when the 2 amphoras faced the right direction. Wieso eigentlich 2? Ich sehe hier nur eine Amphore. Oder bin ich gerade blind? Ach, da ist die andere. Gut, muss man auch erstmal sehen, ne? So. 2 Stück sind westlich und 2, hat sie gesagt, nördlich, östlich. Also ich denke mal, die andere wird genau da sein, wo die erste war, die ich gerade gefunden hatte. Also gehe ich da mal wieder auf den Berg hoch. Und gucke, was sich da finden lässt. Immer wieder umgucken, wo man dich doch noch irgendwo was findet oder sieht. Da war das erste, was ich gefunden hatte. Nummer 2 müsste dann auch hier irgendwo oben sein. Ich weiß natürlich nicht, wie hoch ich gehen kann. Okay, das ist... nicht weit... Nee, hier ist nichts. Hier ist definitiv nichts. Gehe ich mal hoch zur anderen Seite. Puh, Ach man, das ärgert mich immer. Waldgeräusche sind echt schön. Zimmern richtig da. Komm, das Areal kann doch nicht so groß sein. Kann da oben noch was sein? Gut, wenn, dann finde ich es eh später heraus. Jetzt erstmal wieder so ein Stückchen zurück. Das mit den Schädeln war ja gerade eher Zufall. Oh. Das war's, wir sind in einem Kreis.
Oder? Ja. Also muss hier irgendwo so ein Tierschädel sein. Aber hier ist kein Tierschädel. Ich bin ja nicht blöd. Und ich habe auch nur 5 von den Pilzen. Ich vergesse immer, dass ich springen kann. So, ich will da jetzt hoch. Ich komme da hoch, wenn ich das will. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Vor allem, wenn das wenigstens in 2 Häusern, also in den Häusern wäre. So wie bei dem einen, das da oben stand. Aber hier stehen ja auch keine anderen Häuser mehr. Bin ja auch nicht ganz blöd. So, jetzt gucke ich hier nochmal. Ne, hier ist nichts. So ein Haus steht hier auch nicht normal. Und in dem Haus war ja auch nichts. Warte mal. Hat die drehende Statue vielleicht was damit zu tun? Ich habe jetzt nochmal dran gedreht. Ist jetzt hier irgendwas aufgetaucht? Irgendein anderer Turm oder sowas? Ich habe ja noch Hoffnung. Ich weiß ja nicht, wie das hier so läuft. Tollen Pilz. Ich brauche aber was ganz anderes als einen Pilz. Umgekippter Baumstamm. Also hier kann man richtig lange hochgehen. Hier ist auch so ein richtiger Berg. Aber der ist ja auf der anderen Seite nicht. Aha. Ist das ein Schädel, der da hängt?
so einen scheiß Baumstumpf. Hä? Was ist das denn? Was ist das? Ich kann es nicht anfassen, ich kann es nicht berühren. Ich drücke alles, es geht nichts. Keine Ahnung. Immer noch keine Statue, keinen Schädel, meine ich. Da ist noch ein Pilz. Die wollen mich doch verarschen hier, ey. Jetzt bin ich hinter dem Fuchs. The keeper wouldn't let her into the cave. It would leave only when the two amphoras faced the right direction. Ich... Scheiße, jetzt sag nicht nein. Ich kann da nicht lang. Ich muss einen Umweg gehen. Da ist noch so ein Zeichen. Ich kann die aber nicht aufheben, das geht nicht. Ich muss jetzt jeden Stein hier umdrehen. Gibt's doch nicht, ey. Da oben vielleicht? Mein Gott, ey. Da oben... Jetzt lass mich mal überlegen.
Ich bin die ganze Zeit überlegen. Ich weiß es einfach nicht. So, da oben habe ich den ersten Schädel gefunden. Ich kann die doch auch nicht übersehen haben. Die sind ja nicht gerade zu übersehen. Die leuchten ja auch alle und so. Hier hakt's immer, das ist immer dieselbe Stelle. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Ich gehe jetzt hier alles nochmal ab. Alles, haargenau. Das kann nicht sein. So, da habe ich auch nichts gefunden. Jetzt gehe ich nochmal hier gucken. Passiert einfach nichts. Ich bin doof. Ich wenigstens den zweiten finden würde. Bist du ein Schädel? Nein. Ich find's nicht. Der Hund ist die ganze Zeit sich am Bewegen, ey, das rüttelt hier. Oh bitte, ich kann auch nicht so verpeilt sein, dass ich das nie sehe. Hier vielleicht. Ach Mann. Ich finde es nicht. Ich raste gleich aus. Oh mein Gott, nee. Es ist ein scheiß Pilz, ich glaub's ja nicht. Ich dachte, es wäre ein Schädel. So. Ich versuche jetzt nochmal mein Bestes. Ich versuche jetzt wirklich die Berge abzugehen. Es
muss ja hier irgendwo sein. Es kann ja nie sein, dass... Und sie hat ja auch gesagt, auf den Bergen. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie, wo, was, aber naja. Wird wohl schon so richtig sein. Oh, hier komme ich ganz gut hoch. Oder nicht? Doch, hier komme ich hoch. Fange ich jetzt von da hinten an, oder? Also, ich fange von hier hinten an, wo der Fuchs liegt. Das ist eine gute Idee, das ist ein guter Plan. Tierschädel. Two more skulls. So, jetzt gehe ich erstmal ganz nah dahin, wo der... Hier liegt ja jetzt irgendwo der Fuchs. Genau, da liegt der Fuchs. So, dann gehe ich jetzt einfach den Weg hier zurück. Guck, ob ich den weiteren Schädel finde. Da komme ich nie wirklich hoch. Aber hier oben war ich ja schon. Hier war ja nur dieses komische N für Nefisi. Aber ich kann mich hier trotzdem nochmal umsehen. Ob ich hier nicht doch noch irgendetwas sehe. Also hier funkelt nichts oder so. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass hier nichts ist. Huchala. So, dann geht's da nur weiter runter. Dann gucke ich erstmal hier auf die kleinere Plattform. Haben wir hier noch irgendwas liegen? Achso, es war das Licht. Ich dachte gerade, ich hätte einen gesehen. Da ist auch einer. Tatsächlich, ich habe einen gesehen. Just one more skull was left to collect. Ja, und der ist auf der anderen Seite vom Berg. Also muss ich jetzt hier erstmal wieder runterlatschen. Also langsam geht's voran, Gott sei Dank, ey. Ich habe trotzdem noch ein bisschen Angst, wenn ich hier so einfach so runterrasse. Jetzt muss ich da auf die Seite.
Da oben brauche ich gar nicht gucken. Mal schön die Augen aufhalten nach diesen komischen... Ich sag mal Feuer oder so Aschesachen, was da so rumfliegt. So, gucken wir erst hier. Oder gehen noch höher. Ich glaube, da ist nichts oben. Nee, da war nichts. Okay, ich sitze hier eben drunter. Dann hat mir das Licht gerade einen Streich gespielt. Ich komme da aber auch nirgendwo hoch, so, ne? Wahrscheinlich sollte ich aber hier hoch. Aber ich komme hier nicht hoch so. Oh, ne. Nichts. Gut, jetzt muss ich von da so hoch, muss ich es da aus versuchen. So, da war ja der erste. Ich versuche es jetzt nochmal hier oben. Geht es noch ein Stückchen höher. Ich gucke erstmal hier. Hier, da war nichts. Ich erzähle das Stück hoch. Und erblicke auch direkt mehr Berg. Hier ist wirklich viel Berg. Da ist noch ein Pilz. Und da hinten ist der Schädel. Hoffe ich. Könnte auch ein Pilz sein. Ich will mich darauf jetzt nicht versteifen. Gucke lieber noch mal einmal mehr. Das ist nur ein Lichtspiel. Kann das sein, dass die Schädel immer da sind, wo so Baumstämme stehen? Kommt mir nämlich ganz so vor. Wenn das jetzt da hinten der Schädel ist. Ist er. Oh mein Gott, wir haben's. She had collected all the animal skulls. It was time to rotate the amphoras. Jawohl. Machen wir auch. Aber natürlich gucken wir auch, ob wir noch ein paar Pilze zusammenkriegen.
ja nicht wirklich. Ich weiß gar nicht, wie viele Pilze haben wir eigentlich? Oh, uns fehlt einer. Ah, den suche ich jetzt aber nicht. Das eine ist ein Hirsch. Dann haben wir eine Ziege. Dann würde ich sagen eine Kuh. Und was das andere ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Könnte ein Hundeschädel sein, aber die haben keine Hörner. Da, Foxy. She had to rotate that amphora until the keeper would be at 9 of the longer skull. So? Aber warte mal, auf 9? She had to rotate that amphora until the keeper would be at 9 of the longer skull. Auf 9 zum längeren Schädel. So. Ne? Da ist schon wieder so ein N, aber man kann nichts damit machen. She had to rotate that amphora until the skull of the innocent would face the N. Bis der Unschuldige zum N. So? Welcher ist denn der Unschuldige? Ich weiß nicht. The keeper wouldn't let her into the cave. It would leave only when the two amphoras faced the right direction. Okay. She had to rotate that amphora until the skull of the innocent would face the N. Ich mach's mal so. Für mich ist jetzt der Hirsch der Unschuldige. Aber dann stimmt das hier nicht. She had to rotate that amphora until the keeper would be at 9 of the longer skull. Bis der Wächter auf 9 zum längeren Schädel lag. Oh. Es wäre besser gewesen, wenn sie gemacht hätten, dass er wegrennt. Das ist ein bisschen da, irritierend. As the keeper flew away, Nafisi rushed into the cave. Ich komme hier gerade nicht hoch. Gerade ein bisschen peinlich. Hallo Höhle. Ich werde langsamer. Hier ist alles voller Pilze. Und ich habe ein komisches Stöhnen im rechten Ohr. The passage would open after she jumped on all 5 platforms.
Stein einfach mal so. Boah, dieses Geräusch, ne? Das, boah. Das hört sich an, als wenn an deinem Ohr so ein Geist klebt und die ganze Zeit macht. So. Kennt ihr das, wenn ihr jemanden neben euch schlafen habt und der bei euch am Ohr schläft, richtig? Und dann... Genau so hört sich das gerade an. Hochala, wer steht denn da? Mit jemanden im Arm oder nicht? She saw the maker of those strange sounds inside a dark temple. Ach, das war ein Vieh. Das sieht aus wie eine Harpie. So. Oder? Ja, könnte eine Harpie sein, definitiv. Müssen wir da hingehen? Hallo? Pfauenfedern als... As she touched the harpy, it suddenly died. Then a stairway appeared. Eine Fisi ist voll der Tod, ey. Alles stirbt, was sie berührt. Guck mal, Pfauenfedern als Haare. Geil. She grabbed the orb and suddenly became stronger. The power that the orb gave to her was too great. From that day, Nafisi started collecting orbs. Hm. Okay, das war's. Also das war wirklich halt, ja, deswegen mussten wir auch in dem einen Teil halt Lichter sammeln. War ganz lustig. War ganz süß, obwohl mich das ein bisschen abgefuckt hat mit der Schädelsuche. Hm. Aber naja, war ein süßes kleines Spiel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.